Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Grenzenlos-Box von Magnus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Grenzenlos von Magnus. Es wird zwar Magnus geschrieben, aber Magnus ausgesprochen, wurde im letzten Interview klar gemacht. Es ist, um ehrlich zu sein, für mich die erste Box bzw. das erste Album dieses Künstlers. Ich habe zuvor noch nie von ihm gehört. Also für mich ein Newcomer, definitiv. Wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns dann die Box in Ruhe ansehen. So. Also, so sieht das Ganze dann ohne Folie aus. Wir haben hier auf der Vorderseite den Interpreten Magnus seitlich dastehend. Hier lesen wir noch die Schrift Magnus und Grenzenlos und hier dann noch eine Unterschrift bzw. ein geschwungener Schriftzug des Künstlers. Die Unterseite ist in diesem Braunton gehalten. Hier lesen wir nochmal Magnus. Oben blank und auf der linken Seite nochmals Magnus Grenzenlos in demselben Stil wie auch hier auf der Front. Allerdings hier dunkelgrau statt gelb. Okay, Unterseite ebenfalls blankbraun. Und auf der Rückseite haben wir nochmal in so ja, Schattenoptik. Und hier lesen wir Inhalt, Album Premium plus Instrumentals, T-Shirt, Autogrammkarte, Sticker und Poster. Alles klar, dann haben wir hier noch einen Barcode und die Credits zum Album. Gut, es klappert schon. Wir schauen mal hinein. Wir haben einmal das T-Shirt, das Album an sich, einen Sticker, eine unterschriebene Autogrammkarte und ein Poster. So, dann machen wir die Box mal wieder zu. Also, ihr habt schon gesehen, von der Box her ist so eine klassische Klappbox. Ich das jetzt gerade vergessen habe zu erwähnen. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Ist nicht in Plastik eingeschweißt, ist so. Jewel Case, Magnus Grenzenlos lesen wir hier. Ja, das Cover 1:1, wie auch auf der Box. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 16 Tracks an der Zahl und die Instrumental-CD. Wir haben von diesen 16 Tracks zwei Features dabei, nämlich einmal Capital Bra und einmal Ali Boumaier. Magnus ja ebenfalls sowie Capital als auch Ali aus Berlin. Mein Favoritentrack, der mir jetzt beim ersten Mal durchhören im Ohr geblieben ist, ist Ich wollte niemals rappen mit Capital. Dazu gab es ja auch bereits eine Videoauskopplung. Ist einfach, weil ich eher auf die Rap-Tracks stehe, statt auf die Gesang-Tracks. Mein Lieblingstrack und ist auch so von der Message her ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Ansonsten, ja, also es ist auch sehr, sehr gesangslastig, das Album. Also es ist nicht rein ein reines Rap-Album, es ist so, ich sag mal 60-40 ungefähr, 60% Gesang, 40% Rap. Aber so wie auch zum Beispiel bei Manuelsen oder so, der gute Mann, also Magnus in dem Fall, beherrscht auf jeden Fall beides. Gut, dann haben wir hier das Booklet. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Und dann hier noch Fotos. Immer hier dieser Schriftzug, Magnus. Hier 5 weitere Tracks. Eine weitere Fotoaufnahme und dann hier noch die letzten 6 Tracks aufgelistet und hier noch einmal zum Abschluss der Schriftzug bzw. die Infos über die Beteiligten und die Copyrights. Alles klar. Gut, Booklet geben wir zurück in das Cover. Und dann haben wir die CD, auch hier wieder der gute Mann abgebildet.
So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir natürlich noch eine CD2. Diese beinhaltet die Instrumentals. Diese in ja, schwarz bzw. dunkelgrau gehalten. Und so sieht die Instrumental-CD aus. So eine Sache. So. Und auf der Rückseite, also auf der Hinterseite, sehen wir dann nochmal den Interpreten stehen. Hier wieder mit diesem Magnus-Schriftzug und hier nochmal Magnus grenzenlos. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. Also, auch wenn es mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt hat, das hier ist die ist aufgedruckt, also hier der Schriftzug Magnus ist aufgedruckt und das hier ist dann die Unterschrift mit silbernem Marker, Edding wahrscheinlich. So sieht das Ganze aus. Und auf der Rückseite ebenfalls nochmal Magnus grenzenlos und hier nochmal der bekannte Schriftzug. Gefällt mir gut. Dann haben wir einen Sticker in quadratischer Form. Sieht folgendermaßen aus, in weiß und schwarz. Also einfach hier ein Profil, eine Profilaufnahme mit Magnus Schriftzug. Dann kommen wir zum Poster. Dieses einseitig bedruckt und im Hochformat. Also, relativ groß. Ich schätze mal, ja, A1 wird das sein, oder? Vielleicht stand es hinten drauf. Nein, stand die Größe nicht drauf. Auch hier wieder Magnus, so ich sag mal Schulterblick. Hier unten rechts der bekannte Schriftzug und oben auf Stirnhöhe dann der Schriftzug, den wir auch von der Box kennen, Magnus grenzenlos, also vom Cover. Das Ganze in dieser grau- bzw. schwarz-weiß Optik gehalten, gefällt mir echt gut. Im Hochformat, einseitig bedruckt, kann man sich auf jeden Fall gut aufhängen. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch das T-Shirt. Dieses natürlich in Plastik eingepackt. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ups, sorry. Wir haben hier wieder das Profil von Magnus. Hier den Schriftzug. Das Ganze in schwarz auf weißem Shirt. Das Shirt ansonsten glatt weiß, kein Neckprint oder sonstiger Aufdruck. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Gut, wir schauen uns das mal kurz im Detail an, damit ihr hier noch einen besseren Eindruck bekommt, wie das T-Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier über die Brust bis runter in den Bauchbereich groß das Gesicht, also so in der Profilansicht von Magnus und hier eben auf der rechten Seite an der Schläfe beginnend bis über den Hinterkopf hinter Magnus, diesen Schriftzug. Schwarz auf weiß, sehr klassisch gehalten das Ganze, aber kann man auf jeden Fall gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Diesen quadratischen Sticker. Diese unterschriebene Autogrammkarte. Und das Album grenzenlos inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, grenzenlos von Magnus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise was haltet ihr von der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Magnus unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.